Die europäische Gottesanbeterin ist das Insekt des Jahres 2017. Eigentlich im mediterranen Raum zu Hause profitiert die Art vom Klimawandel und ist inzwischen in fast allen deutschen Bundesländern zu finden. Gottesanbeterinnen sind berühmt und berüchtigt zugleich und ihr Ruf ist nicht gerade der beste, denn sie zeigen eine doch sehr spezielle Art der Zuneigung zu ihrem Sexualpartner. Denn nicht wenige der weiblichen Tiere, die beträchtlich größer sind als die Männchen, verspeisen nach vollzogenem Akt ihren Liebhaber. Was für uns etwas gewöhnungsbedürftig und grausam klingt, ist von der Natur durchaus mit einer gewissen Logik eingerichtet worden. Mit Vollzug der Paarung haben die männlichen Tiere ihren Daseinszweck erfüllt, nämlich die Weitergabe der eigenen Gene und die Arterhaltung. Danach haben sie ohnehin nur noch kurze Zeit zu leben. Durch das Verspeisen des Männchens nimmt das Weibchen wertvolle Nährstoffe auf für die Erzeugung von etwa 200 Eiern. Und so trägt das Männchen im größtmöglichen Umfang zum Wohle seiner eigenen Nachfahren bei. Kleiner Tipp an die Männer schwangerer Frauen: Achten Sie immer auf einen gut gefüllten Kühlschrank. Die Männchen sind nicht ganz so verfressen. Normalerweise gehen sie sich aus dem Weg, sicher ist sicher. Wenn es aber doch einmal zu einer Begegnung kommt, so muss es nicht bis zum Äußersten gehen. Ein kurzes Gerangel, bei dem jeder dem anderen die Meinung sagt, danach etwas synchronisierte Körperpflege, dann machen sich die beiden wieder auf den Weg und suchen weiter nach einem Weibchen. Die Gottesanbeterin ist eine äußerst gut getarnte Art und nicht so leicht aufzuspüren, aber ihre äußerst faszinierende Erscheinung begeistert sehr viele Insektenfreunde. Ihre Färbung reicht von grün über braun bis beinahe schwarz. Mit unterschiedlichen Spezies sind die Tiere inzwischen auch weltweit sehr beliebt in der Terrarienhaltung. Die europäische Gottesanbeterin erreicht etwa eine Größe von 6 bis 8 Zentimetern. Ihr sehr beweglicher, dreieckiger Kopf und ihre Facettenaugen lassen manche Betrachter an ein Alien in Miniaturausgabe denken. Ihren Namen mit dem religiösen Bezug hat man ihr aufgrund ihres Verhaltens und Aussehens verpasst, denn sie hält ihre Vorderbeine oft angewinkelt und den Kopf gesenkt, als ob sie beten würde. Das ist allerdings ihre Lauerstellung auf Beutetiere, aus der sie blitzschnell in Sekundenbruchteilen zuschlägt. Entsprechend ihrer mediterranen Herkunft bevorzugt sie bei uns klimatisch begünstigte Lebensräume, wie sie von Weinbergen oder auch alten Steinbrüchen geboten werden.